Das Buddenbrock-Rennen auf der Trabrennbahn Mariendorf. Hier kann sich der zweite Zacken der sagenumwobenen Dreifachkrone gesichert werden. Das Triple ist allerdings nur noch für ein Gespann möglich. Thorsten Tietz mit seinem Hengst Cash Hannover. Da sind die beiden. Thorsten Tietz beim ersten Rennen der Dreifachkrone ja mit einem taktischen Kniff fuhr das Edbel-Toddington-Rennen von vorne weg und machte dieses langsam, damit es für die Konkurrenz kein Vorbeikommen gab. Ob so ein Kunststück an diesem Rennwochen auch wieder gelingen kann, ja, dazu später mehr. Erst einmal zum Buddenbrock-Stutenrennen. Am Edbel-Toddington-Wochenende setzte sich ja der Geheimtipp George's Love mit Fahrer Rob de Vlieger durch. Und hier, ja, der Niederländer Stilecht in Orange zieht an Victor Gens mit Betty Foster nach der ersten Kurve vorbei. Aber aufgepasst, von hinten prescht Global Fun an der ganzen Konkurrenz vorbei und ist dann am Ende auch nicht mehr am Sieg zu hindern. Fahrer Fuchs Heinz Wevering, stolz wie Bolle. Global Fun, die sensationell war mit der Startnummer 11, 14-0. Das war eine tolle Leistung und sie hat sich weiter gesteigert. Ich hoffe, bis zum Stuten-Derby bleibt alles in Ordnung und dann werden wir, glaube ich, gute Chancen haben. Also alles bereit machen fürs große Rennen und da kann Thorsten Tietz und Cash Hannover den zweiten Zacken der Dreifachkrone erringen. Nochmal zur Erklärung, das ist kein Kopfschmuck, sondern so nennt man die drei großen Rennen der dreijährigen Pferde. Das sind das Edbel-Toddington-Rennen, Buddenbrock-Rennen und das Derby natürlich. Vor dem zweiten großen Event, ja, gab es aber erstmal ein kleines Päuschen. Wenn die im Edbel-Toddington, was er auch gewonnen hat, die erste Krone, wenn die da 12.000 Euro aufnehmen, müssen die in einer Gewinnklasse laufen gegen ältere Pferde, die schon viel mehr Rennerfahrung haben und die Rennen sind viel schwieriger. Und von daher haben wir gesagt, okay, wir schonen ihn, wir bereiten ihn gezielt aus Buddenbrock wieder vor und danach gehen wir ins Derby. Wir werden ihn nicht weiter zwischendurch starten und haben ihn dann auf dieses Rennen vorbereitet. Die großen drei also ganz wichtig in der Traber-Szene, aber das Favoritengespann ja nicht allein unterwegs. Seine schärfsten Konkurrenten, die Nummer 4, Fox Dragon, gefahren vom Berliner Mike Esper und Konrad Lugauer mit Floyd Fortuna, gestartet von der 2. Damit rein ins Rennen. Da ist nach der ersten Runde erstmal Bohemian Rhapsody von Robin Watt in Führung. Tietz in zweiter Spur belegt zunächst Platz 3, dahinter seine scharfe Konkurrenz in Person von Konrad Lugauer. In dieser Formation geht es auch schließlich in den Schlussbogen und da wird es richtig spannend. Cash Hannover zieht das Gespann nach der letzten Kurve in Front, aber auch Floyd Fortuna hinterher. Die Zielgerade muss also die Entscheidung bringen. Tietz mit dem Blick zurück, den Blick nach vorn wieder zurück und der gibt dann endlich die Gewissheit. Das Ding ist den beiden nicht mehr zu nehmen. Auch das zweite Rennen der Dreifachkrone geht nach Berlin. Auf alle Fälle, Cash Hannover verdient das Rennen gewonnen, war klar das beste Pferd im Rennen. Allerdings bin ich mit meinem auch sehr zufrieden, weil er sich wirklich gut präsentiert hat, jetzt kurz vor der letzten Prüfung zum Derby. Jeder träumt natürlich vom Derby und das sind die drei wichtigsten Vorprüfungen, Edbel-Toddington, Buddenbrock und dann das Derby. Und die ersten beiden konnten wir uns sichern und jetzt wollen wir hoffen, dass alles gesund bleibt, dass er fit ist. Er hat die Ohren vorne, das ist ein gutes Zeichen und dass wir jetzt auf Kurs aufs Derby nehmen können. Zwischen dem 24. Juli und dem 2. August wird es hier tierisch voll. Zwei- und Vierbeiner bevölkern dann die Trabrennbahn Mariendorf und feiern die größte Trabrennparty des Jahres. Wir halten euch natürlich an jedem Renntag umfassend, umfänglich auf dem Laufenden.